Die Python-Gurte drücken ihren Oberkörper zusammen, sodass sie in innste Zwischenräume passen. Aber zum Großteil können sie nicht. Ja, Herr Vestovich! Ja! Üben Sie jetzt auf dem Parcours, wie Sie sich mit Ihrer neuen Fähigkeit vertraut gemacht haben. Lol. Hey, wie komme ich weiter? Da liegt übrigens ein Artwork. Ach, guck mal hier. Ich hier rein? Nee, aber ich kann es so einsammeln. Sehr geil. Sehr geil. Das sieht echt richtig fett aus. Achso, nee, wie war das? So. Hier mit das Büro. Wahrscheinlich das Büro vom Richter, wo wir dann zum Schluss drin waren. Boah. Alter, diese Fotze. Alter, die machen wir noch so fertig. Krass, ich bin gerade ein bisschen geflasht, Alter, von all dem, was jetzt hier so passiert ist. Ah, hier. Yep. Eine Waffenverbesserung. Und eine Starkarte. So, jetzt haben wir gerade die Waffenverbesserung. Da können wir eigentlich für den Stockhammer. Das erweiterte Magazin. Nee, die Querschläge würde ich erst einmal. Ja. Jetzt. Miles Lambert. So, mal schauen. Trainingsbock kurz abschließen. Okay. Hier sind wir jetzt. Aha. Wieso ist das zu? Sie ihre Flügel zurück. Ich brauche sie nicht mehr. Geht's denn hier hin? Munition? Na gut. Es ist wirklich bemerkenswert, Sie vor mir zu sehen. Ja? Öffentliche Hinrichtungen waren die am strengsten bewachten Ereignisse in der gesamten Geschichte des Fernsehens. Überall Regimesoldaten und trotzdem stehen sie hier vor mir. Wissen Sie warum? Sie sind nur dank Anja hier. Sie hat nie aufgegeben. Als Grace Rettungsplan fehlschlug, erinnerte sich Anja daran, was ich mit Shoshana vollbracht hatte und fragte mich, ob das auch mit Ihnen möglich wäre. Sie machte mich auf den Körper des Maschinensoldaten aufmerksam. Sie holte sogar ihre Waffen aus den Ruinen des Bauernhauses. Sie ist wirklich unnachgiebig. Ja, das ist sie. Wie muss man sich warm halten? Oh, wir haben den Ring verloren, ne? Gott sei Dank, Sie sind wieder da. Waren wir nicht ganz so viel im Bild? Also, hat sich hier eh schon erledigt. Sind hier neue Dinge, die wir erforschen können? Mit unseren Fähigkeiten vielleicht? Hier liegt wieder eine Rüstung. Da haben wir eh voll. Und dann kommen wir einfach nur hier wieder raus. Guten Tag.
immer noch verschlossen hier? Oh, ein Concept Art. Das dürfte Sets Labor sein, oder? So ein Concept Art von diversen Schaltern oder von der Mikrowellenfalle? Aber ja, von der Mikrowellenfalle. Von der Waffe? Cool. Ist schon nice. Wyatt, sind Sie da? Scheint keiner zu Hause zu sein. Geil. Ja, bist du da? Schläfst du? Oh, ich will mich nur etwas ausruhen, bevor wir New Orleans erreichen. Ist eine lange Reise. Nur für ein paar Minuten. Kannst du mich in den Arm nehmen, William? Ich habe ihn getroffen. Ich sah ihn und hatte keine Angst mehr. Oh, William. Und deine Mutter. Was war das in der Garage? In der Garage? Als du mich retten wolltest. Frau Engels Männer haben dich da attackiert. Es fielen Schüsse. Ach, das war nichts. Wir hatten halt ein paar Tricks auf Lager. Genau das hat Superspech gesagt. Hey. Du hast meine Frage nie beantwortet. Welche? Ist das real? Oder bin ich im Himmel? Kann ich reingucken? Weil hier müsste da irgendwo das Schwein wohnen. Ja, hallo, Rosa. Na? Alles gut? Bombardier ist auch nicht hier. Mal sehen, ob Grace was für mich hat. Wofür ich diesen neuen Körper nutzen kann. Ah, Max. Hey. Ah, Max halt auch im Mittagsschläfchen. Ah, guck mal, wie friedlich der kleine Max Hass hier schläft. Ja, schlaf gut. Und hier sind ein paar Kekse. Ja, kannst du nicht schlafen, lieber Max? So. War denn hier unten? Wir sind hier im Bereich F. Ey. Super Spech war ein verrückter Mistkerl. Hat immer von Außerirdischen und so einem Zeug gelabert. Ich werde das Weißbrot vermissen. Ja, ist er auch. War schon. Ich war mit Mutter bei einem von Grays Untergrundtreffen, als die Bombe fiel. Mutter starb, als sie mich im Arm hielt. Dann hat sich Grace um mich gekümmert. Wissen Sie was?
Ich würde für sie sterben. Okay. Aber trotzdem bin ich sehr verwirrt, dass sie irgendwie alle gleich aussehen, oder? Bei dem Kerl, oder? Ich hatte nur eben diese Vision. Was meinst du mit Vision? Vor unserem Haus lagen unzählige Leichen. Also kroch ich aus dem Fenster und auf sie rauf und grub mich unter sie. Da waren diese magischen Ratten. Sie quiekten mir ein schrecklich wunderbares Geheimnis ins Ohr. Diese Welt ist eine Lüge, Mann. Diese Welt. Nein, 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 das ist keine gute Vision. Dein Kopf ist echt im Arsch. Mir geht's gut, Bombarde, geht schon. Ich bin nur etwas fertig von diesem ständigen in meinem Ohr. Nein, mach eine Pause, ruh dich aus. Mir geht's gut. Es ist nur... Jetzt schlafen. Sofort. Okay. Ja, das ist eine gute Idee. Ach ja, ich glaube auch. Es ist nur... Super Smash hat auch ein Schild gekriegt. Okay, Grace trauert. Ich habe übrigens gerade was gesehen. Das war's hier oben, das ist nicht mal Terminal. Ja, geht wieder gut, mein Freund. Geht wieder gut. Was ist das hier? Wen haben wir denn hier Schönes? Tommy Dass. Wo geht's denn hier hin? War ja schon mal? So, na gut. Das ist jetzt mein neuer Spitzname. Und das Regie. Wird bezahlen. Ich kenne da jemanden, der, oh ja, der besonders bezahlen wird. Alles klar? Ja. So, jetzt müssen wir, gucken wir uns mal das Enigma-Terminal an. Das war schließlich noch nie gemacht. Ich möchte gar nicht ran. Hey, wie geht das? Wir können mal hier gucken. Kampfmods, ist das hier? Wenn wir diese blöden Tutorials ja lesen, zack. Du hast das nicht jedes Mal erzählt, dass wir die noch lesen sollen hier. Na, komm schon. Achso. Das können wir kurz mal lesen. Kommandanten haben wertvolle Dokumente mit Enigma-Codes dabei. Mit gesammelten Enigma-Codes deckst du streng geheime und nützliche Informationen in dem Bezirk auf, den der Kommandanten kontrolliert hat. Du kannst kurz dechiffrieren, wie der Zugang zu einer Enigma-Maschine hast. Okay, das scheinen wir noch gar nicht zu haben. Aha. Okay, na gut. So, bevor es jetzt aber weitergeht, gibt's eine ganz kurze Pause. Da sind wir auch schon wieder. Waren echt nur 2 Minuten. Ja, Wyatt, ruh dich lieber aus. Grace scheint nicht so gut zu gehen. Irgendwas an Wyatt ist seltsam. Oh ja, hab ich schon gesehen.
sagt er seltsame Dinge. Als wäre er auf einem anderen Planeten. Oh, okay. Ich weiß nicht. Vielleicht irre ich mich auch und es ist nichts. Ne, ich glaube, da ist was. Da warst du recht, mein Bart, oder? Gut, Captain. Ich könnte bei einer Sache Hilfe gebrauchen. Ja? Sir, Sektion 66G wurde wegen eines Gaslecks versiegelt, als sie das U-Boot gekapert haben. Jetzt verfault hier irgendwas und wir müssen es beseitigen. Hier wimmelt es nur so von Fliegen. Sie haben doch diese komischen Python-Gurte und da dachte ich mir, dass sie vielleicht durch das Belüftungssystem in Sektion 66G gelangen und das Gas abdrehen könnten, damit ich ein Reinigungsteam losschicken kann. Hier. Okay. Ich öffne die Luke für sie. Stinkt nach Tod. Ich will eigentlich nicht wirklich. Oh Gott. Denken Sie an das Gas. Sie dürfen keine Waffen abfeuern. Die Explosion würde Sie töten und das Boot wird viel größer. Was für ein Gestank. Was war das? Alter, was ist das? Auf was laufe ich hier rum? Das waren Lebensmittel. Hab ich gedacht, du wusstest, wie du rumrennst. So. Achso, Rüstung hat er verloren. Ich brauche mein Beil wieder. Hast du dich hier hingeschmissen? Bin mir nicht sicher, ob das der einzige ist. Alter, was ist das hier? Geht. Na, Mann! Ach, dass ich ihn nicht treffe. Wir haben mehr Leben. Recht jetzt. Also scheint hier nichts weiter rumzuliegen. Ja, endlich. Einen getroffen, ja. Nur die Frage, wo können wir denn das Gas überhaupt abdrehen? Das ist ja gar nicht mehr so klein, die Sektion hier. Bestimmt irgendwo so ein Hund. Ballwurfkills. Dankeschön. Ah, da hinten sind wir doch schon richtig. Boah, scheiße, wir brauchen unbedingt den Ring von der Engel zurück, ey. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Keinen Fall. Ah! Was? Das hat mich verjagt. Alter. Komm ich in aller Ruhe.
krass. Man kann ja sagen, wie sehr ich mich verjagt habe, ey. Das Gas abdrehen hier. Oh, dort können wir jetzt sogar wieder. Du. Aha, wir sind mal vor uns nicht hingekommen. Dann müsste es ja hier wieder zurückgehen. Sie haben es geschafft, Captain. Ich habe furchtbare Geräusche gehört und dachte, es gäbe Probleme. Ich sage dem Team, dass das Gas abgedreht ist. Ja, yep, kannst du machen. Kein Problem. Kein Problem. Pythongurt, Verbesserung wurde freigeschaltet? Pythongurte. Eiserne Lunge. Du kannst dich für einen längeren Zeitraum mit dem komprimierten Körper durch schmale Räume bewegen, bevor du Schaden nimmst. Gegner erstaunen vor Angst, wenn sie dich sehen. Einfache Bewegungen sind vollkommen lautlos und Springen verursacht weniger Lärm. Schlängeln. Bewege dich in gedrückte Hallen durch enge Räume. Ich würde erstmal das nehmen. Nee, hä? So, das haben wir, oder? Hä? Vielleicht beim Waffen? Könnt ihr auch ausrüsten? Nö. Nee. Oder haben wir das jetzt generell, weil wir das gerade geschafft haben? Deswegen ist das jetzt verfügbar, weil wir die Mission gemacht haben. Das kann natürlich auch sein. Gut. Cool. So, wer ist denn alles in der Kantine hier? Ich komme Geräusche aus dem Scheißhaus, ey. Unglaublich. Wie geht's Ihnen? Nö, passt schon. Verdammt, Captain. Sie sind unzerstörbar. Wie ein menschlicher Panzer. Nö. Das ist mein Spitzname. Captain Panzer. Ja, geht schon. Anna. Passt schon. Du gibst dein Bestes. Müssen wir alle tun hier auf der Hammerfaust. So, ob es diesmal ein Bier für mich gibt? Ich hoffe ja. Halt. Ja. Die Hammerfaust. Oh, schon beachtlich. Hier haben wir den Mittelgang. Auch. Und das scheint oben zu sein. Cool. Und die aufsammeln? Nee. Kann das sein, dass die auftauchen, die wir finden? Ja, die haben wir ja, Weltraumsurfen. Alessandro, warum reden die Leute eigentlich nicht mit mir? Tja, ich weiß nicht. Weil du verrückt bist? Sehe ich komisch aus? Nein, Signora. Sie sind wunderschön. Stinke ich? Nein, nein. Yep. Sie riechen gut. Wie nein. Jasmin. Also warum? Sie haben eine Menge Charakter. Was ist an Charakter so schlimm? Nein, ich meine, sie erzählen manchmal seltsame Dinge. Wie bitte? Ich sage nur, was die Stimme in meinem Kopf mir befiehlt. Exacto. Und die Stimme macht Leuten Angst. Was haben Sie Abraham gesagt, als er beim Mittagessen mit Ihnen reden wollte? Ich habe ihm von meiner Zeit im Krankenhaus in Paris erzählt. Was ist daran schlimm? Und? Und wie ich meinen Arzt erstochen und in kleine Stücke geschnitten habe. Genau das meine ich. Aber das ist doch nur die Wahrheit. Ja. Manchmal, Signora, macht die Wahrheit den Leuten Angst.
Besonders beim Essen. Ja, ich gehe lieber. So, wo können wir denn ein Bier? Boah, jetzt ist die nicht da. Artwork. Ah, von der Umkleide. Das könnte der Zugang zur Sektion F sein hier. Und das ist Sektion F, würde ich behaupten. Ja, ich würde sagen, das ist Sektion F. Have you taken your German lessons? There you come, Dad. Oh, vielen Dank.